auch die die Regis, Regi Eis, Regi Rock, Regi Stil. Kommen vielleicht die drei Seen-Trio-Dinger da alle nacheinander? Das sind, glaube ich, Feen-Pokémon. Und die Seite pokefans.online hat dazu einen richtig schönen Artikel verfasst. Den möchte ich euch hier mal vorstellen, mal zeigen. Da steht vieles Interessantes drin. Viel Interessantes. Und der ganze Artikel ist hier natürlich wieder von Max Beckmann. Richtig cooler Dude, ne? Level 40, Pokédex 999. Und da ist wieder was verfasst worden, ein Raid Guide für das Seen-Trio. Die drei legendären Pokémon, Selfe, Vesprit und Tobutz, die auch als Trio der Seelegende oder Seen-Trio bekannt sind, wurden in der Ankündigung des Weihnachtsevents erstmals gezeigt. Dann habt ihr Bilder da, da könnt ihr sehen natürlich, wie die drei ausschauen. Ja, das guckt ziemlich böse, das guckt ziemlich verwirrt. Ja, und das ist komplett rum, das schläft schon. Das Seen-Trio spielt in den Spielen Diamant, Perl und Platin nur eine untergeordnete Rolle. Die drei Pokémon werden jedoch dazu benötigt, um die legendären Drachen Dialga und Palkia zu beschwören. Davon habe ich natürlich auch wieder keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne nur die erste Generation, das ist alles für mich Neuland, aber viele wissen natürlich, was das ist, finden das schon wieder richtig nice, denn Dialga habe ich schon so oft gehört, dass alle darauf warten. Interessant ist, dass diese Pokémon als Feen bezeichnet werden, diese aber mit Einführung des Typ Fee in der sechsten Generation nicht retroaktiv zu Fee-Pokémon wurden, sondern weiterhin reine Psycho-Pokémon. Da habe ich ja schon wieder was Falsches erzählt. Das sind gar keine Feen-Pokémon, das sind Psycho-Pokémon. Dann habt ihr aufgelistet natürlich die Werte des Trios. Selfe ist das defensivste der drei Pokémon. Entsprechend könnte es für die Hyperliga in PvP relevant sein. Angriff, Verteidigung, KP, maximale WP von 2500. Ist also jetzt nicht so krass. Ihr wollt ja immer alle Raid-Bosse über 3000 WP. Ihr seid ja richtig verwöhnt. 4000 WP am besten noch dazu. Dann habt ihr als zweites natürlich Vesprit. Die Werte von Vesprit sind gleichmäßig verteilt, auch hier könnte eine Verwendung für PvP möglich sein. Das ist das, was so böse und aggressiv guckt. Und das seht ihr schon, maximale WP 3058, also das erreicht wenigstens die 3000, aber wahrscheinlich auch nur, wenn man einen 100er hat. Also da ist die Jagd besonders sinnvoll. Und als drittes haben wir natürlich dann noch Tobutz. Oh mein Gott, Tobutz hat den... Tobutz hat den höchsten Angriffswert der drei Pokémon. Seine Werte sind ähnlich den Werten von Simsala. Kommt aber leider nur auf 2500. Und Simsala kommt ja mittlerweile auch schon über 3000. Also richtig cooles Psycho-Pokémon. Immer noch das ja, mit 2,5. Aber man will es ja trotzdem haben, zumindest für den Pokédex. Dann habt ihr mal eine kleine Infografik, die 100% Werte aus dem Raid, wenn das rauskommt, normal und 100% Werte mit Wetterboost und wie viel WP der Raid-Boss an sich hat, wenn ihr den bekämpft. Bei windigem Wetter sind alle drei Pokémon verstärkt, können auch auf Level 25 gefangen werden. Die Fangrate liegt bei 2%. Fabelhafte Curveball-Würfe mit goldener Himbeere haben eine Erfolgschance von etwa 15% pro Wurf. Da habt ihr es wieder. Das ist nicht nur Glück, da gehört auch was dazu. Ihr könnt das natürlich steigern. Die Attacken des Trios sind natürlich auch aufgelistet. Die Sofortattacken, die Spezialattacken, das wollen wir jetzt mal kurz überfliegen. Ich verlinke den Artikel natürlich auch in die Beschreibung und wir kommen mal zu den Kondern, denn da fällt mir sofort wieder was auf. Die besten Konter, Gengar zum Beispiel, das war ja schon immer so gegen Psycho-Pokémon, auch gegen Mewtwo oder so, habt ihr ja auch Gengar benutzt. Natürlich mit Geistattacken ist das richtig genial, das haut da richtig rein. Gengar ist der beste Angreifer für schnellen Schaden, der jedoch auch Selbstschaden von den Psycho-Attacken nimmt. Das beste Moveset für Gengar, Dunkelklaue und Spukball oder Schlecker-Spukball. Also wer noch ein altes Gengar hat mit Dunkelklaue-Spukball, der hat es richtig gut getroffen. Ich glaube, ich habe ein 100er mit dem Legacy-Moveset und habe auch am Community, nicht Community Day, aber an diesem Gengar-Tag, auch noch eins mit Schlecker-Spukball bekommen als 100%iges. Die werde ich beide hochziehen. Ich glaube, bei dem zweiten fehlt noch ein bisschen was, denn die sind so oft auch einsetzbar. Das findet immer seinen Platz. Genau wie jetzt gegen Lugia konnte man Gengar natürlich auch an erster Stelle einsetzen, weil das eben gut Schaden macht. Als nächstes haben wir auch Mewtwo, weil Mewtwo ja auch Psycho-Pokémon, konnte ja auch Spukball, wenn man doch ein altes hat, ist das auch richtig gut.
Mewtwo mit dem Legacy Moveset Konfusion und Spukball ist ebenfalls ein guter Angreifer gegen das Trio. Es ist resistent oder neutral gegenüber allen Angriffen und teilt mit Spukball beachtlichen Schaden aus. Dann was neu dazugekommen ist, was ich noch nicht entwickelt habe, ich wollte noch auf ein besseres warten, denn ich habe nur ein 96%iges, ist Nibuna, was ja angeblich auch ein besserer Unlichtangreifer sein soll als Despota. Wer ein gutes Sneebel hat, kann sich nun überlegen, dieses mit einem Sinnoh-Stein zu Nibuna zu entwickeln. Da dieses Pokémon der neue stärkste Angreifer vom Typ Unlicht ist. Mit den Attacken Finde und Schmarotzer liegt Nibuna in der Rangliste vorne. Ich habe noch keins, aber das wird vielleicht das nächste sein, was ich entwickle. Jetzt habe ich ja erstmal mir noch einen Togekiss gemacht, ein Rihonyo habe ich schon, ein Elevoltec und ein Roserade. Aber Nibuna braucht man unbedingt. Das ist nicht nur ein Dex-Füller, sondern das hat auch seine Einsatzgebiete. Und ganz klassisch natürlich Despota. Wie immer sage ich, legt euch eine Despota-Armee zu, da könnt ihr nichts falsch machen. Selbst jetzt gegen Ho-Oh und Lugia hat man gut Despota genommen, mit Steinsattacken natürlich, Katapult-Steinkante. Bei denen ist es jetzt wieder anders, da braucht ihr wieder das Unlicht-Despota. Despota ist immun gegen die Psycho-Angriffe vom Trio. Mit Biss und Knirscher habt ihr hier einen Angreifer, der viel Schaden anrichtet und einiges aushält. Und das ist sehr gut natürlich, da habe ich meine Armee ja schon am Start. Also habe ich meine Gengars, ich habe meine Despotas, Nibuna muss ich mir noch holen. Mewtwo, Spukball habe ich auch noch eins. Und ja, was will man mehr? Dann freuen wir uns natürlich. Alternative Angreifer habt ihr auch aufgelistet da. Absol, Hundemon, Pinsir, Sherox. Und was noch interessant ist, natürlich die Gruppengröße. Früher ist man ja wirklich rumgegangen und musste da mit 10, 12 Leuten an den Raids stehen und das machen. Die Gruppengröße hängt vom jeweiligen Raid-Boss ab. Tobutz ist dank seiner niedrigen Verteidigung der einfachste der drei Raid-Bosse. Selfe sollte den schwersten der drei Raid-Bosse darstellen. Mit der neuen Gewichtung von sehr effektiven Attacken sollten 2 bis 3 gut vorbereitete Spieler für diese neuen Raid-Bosse ausreichen. Und das muss man sich überlegen. Das sind legendäre Raid-Bosse, die man wirklich mit 2 bis 3 Leuten bezwingt. Ich meine, ist jetzt nicht nachteilig, aber früher war das deutlich schwerer, natürlich durch auch nicht nur die Typ-Effektivitäten, die jetzt gestiegen sind, sondern auch diese Freundschaftslevel mit dem Attack-Bonus ist da jetzt deutlich mehr zu holen. Hat man auch bei den Vögeln jetzt schon gesehen, die waren auch leichter. Früher hat man auch Lugia mit 10 Leuten gemacht, jetzt ging es schon mit 5 Leuten, 4 Leuten, also da merkt man deutlich, da hat sich was getan. Wer nicht so gut vorbereitet ist, steht auch da, so 4 bis 5 Spieler sollten auch kein Problem haben. Man sollte nur darauf achten, dass die Attacken sehr effektiv sind. Also vom Typ Unlicht, Käfer oder Geist. Wir wünschen viel Erfolg bei den Raids. Danke. Und vielen Dank also nochmal für den Artikel. Sehr korrekt. Max Beckmann ein paar Pokebälle spendieren. Da kann man bestimmt auch spenden. Drückt da mal drauf. Na, was ist das? Bin ich ganz gespannt. Buy a coffee. Aber mal gucken, das gucke ich mir in Ruhe nochmal an. Vielleicht kann man da doch mal was abgeben. Das sind nämlich immer sehr coole Artikel, sehr hilfreich, sehr informativ. Coole Seite natürlich. Checkt das mal aus. Pokefans online. Und ja, das war's von meiner Seite aus jetzt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist wieder was ganz Interessantes passiert, denn Cresselia ist ja bald weg, die Vögel sind jetzt da, die sind dann auch wieder bald weg, nämlich Montag der letzte Tag, wo die Vögel da sind und dann gibt es ja wieder einen neuen 5er Raid Boss, einen legendären und jetzt ist schon was durchgesickert, ein Weihnachtsevent kommt ja auch und man denkt jetzt, dass das Seen-Trio vielleicht als nächstes erscheinen wird. Das wäre natürlich lustig, wenn alle drei gleichzeitig im Raid da wären zum Bekämpfen, aber die werden dann wahrscheinlich hintereinander sein, so wie auch